Ina? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trails Through Daybreak. Wir haben in den letzten zwei Parts angefangen, die Stadt zu erkunden und sind jetzt hier in diesem, auf der Station Street, im zweiten Viertel, sag ich mal, sind wir jetzt soweit durch. Hier sollen wir jetzt das Bulletin Board checken und scheinbar einen neuen Job annehmen und anscheinend wird uns der ins nächste Gebiet führen, weil das Spiel jetzt erstmal so aufgebaut ist, dass es uns einen Grund gibt, einfach in das nächste Areal zu gehen, um das dann zu erkunden. So, Attaché Case Delivery. I need a backpack delivered to 13i. Just to be clear, it's possible others may try to get in your way, so be extremely cautious. I'll be waiting at the bench located on Platform 1 of Central Station. Okay. Okay, so, hier ist Central Station, die ist jetzt gleich nebenan scheinbar. Ja, natürlich. Das müssen wir annehmen. Schön, dass wir nochmal die Wahl kriegen, aber was sollen wir denn sonst machen, wenn wir progressen wollen? Natürlich lässt er da einfach seinen Koffer stehen. Like a pro.
Ja, natürlich. Er ist ganz unschuldig. Schön, dass der das aber auch gerade alles abgekauft hat. Okay, head to Riverside. Okay. Riverside ist jetzt da hinten. Das heißt, im Old Town waren wir schon, da haben wir angefangen. Jetzt sind wir auf der Station Street und jetzt geht's in den Westen, sag ich mal. Okay, das ist der 8. District, das ist der 7. und das ist der 6. Wer ist mit dieser Nummerierung? Warum würde man den 8. dahin packen, den 7. dahin, den 6. dann dahin? Wer hat sich das ausgedacht? Aber okay. Danke für diesen Hilfstext. Er war sehr hilfreich in dieser Kürze der Schnelle. Okay. Jetzt sind wir wieder hier in diesem Areal. Ich glaube, letztes Mal war auf der anderen Seite, oder? Oder? Nee. Nee, 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 nee. Wir kamen nur von dort. Okay. So, da sollen wir rein. Aber letztes Mal kamen wir nicht dazu, die Shops anzusteuern. Also schlage ich vor, dass wir damit anfangen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das sind sogar. Also hier, Shrimp and Bean Taco und Orange Juice. Das sind die, die wir im Prolog hätten schon kaufen können. Hätten wir denn Geld dafür gehabt? Deswegen haben wir das erstmal geskippt und holen das jetzt hier nach. War schon cozy hier, oder? So, hier haben wir noch die Autogarage Bradley. Ein Auto will ich mir jetzt gerade nicht kaufen, aber mal schauen, was das anbietet. Oh, ja, nehmen wir mit. Können wir auch später wieder eintauschen. Ja, dann schauen wir doch mal zu Bear Moddy. Well, if it isn't Van, I'll take your order. Nice. Wir können auch die Sachen hier noch kaufen. Passionate Kiss, Lemon Tea und Peppery Potato Salad. Wunderbar. Und ich glaube, dann haben wir hier erstmal alle Sachen, die es in diesem Areal zu finden gab.
Come back and play soon. Wir können jetzt mit ihm normal sprechen. Und dann auf der anderen, am anderen Ufer, schätze ich mal. Aufpassen, nicht, dass man hier auch überfahren wird. Wir sind trotzdem anders hingelaufen, sehr schön. So. Nicht den. Ja, wunderbar. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen jetzt. Ich glaube, die machen mich fertig, wenn ich. Wenn ich meine HP jetzt nicht hochhalte. Generate Bomb. Come on, chips. All you on yet. Updating skill. Updating skill, was ist passiert? Use a sharp to the upper hand. Here goes. Heilt er sie einfach wie frech. Ich will immer Dreieck drücken, um die Craft einzusetzen. Ja, easy. Isabel, oder kurz I, 13 I, Schön, dass ihr das gleich geglaubt hat, dass sie unser Contractor ist.
Okay, bezahlt wird später scheinbar. Nice. Okay, 1500 Mira haben wir erhalten. Und Alignment ändert sich ein bisschen was. Grey und Chaos ist ein bisschen was hinzugekommen. Mhm. Ah. Optionale Sachen? I'm in. Okay, head to the Orbital Cafe Iota. Das war auf der Station Street. Ich kann sogar direkt hin. Hey there, working hard or hardly working? So you're the kid Elaine grew up with, huh? Nice to meet you. I'm... Title. Oh. You know your stuff. I'm Jin Vatek. Don't think I'm quite the figure you make me out to be, though. It's nice to finally meet you, Spriggan. Sounds like we owe you for the other day. Taito hat auch Angelica gelernt gehabt hier, ne? Hm. That's so. Huh. Well, it's nice to meet you all the same. Why are you being so friendly to him? This guy's been stealing our jobs and doing shady stuff for years. To be honest, we probably have reasonable grounds to apprehend him. That's so like you to say. Jin, we have nothing to gain by associating with this man. Come what may, he will expertly skirt the line of legality and our code to avoid incriminating himself. We need not interact with him more than the bare minimum necessary to do our duties, as we did the other day. Be quiet, Van. Contact information exchanged with the Calvert Bracer Guild. Commissions received. Mehr Arbeit!
Ich finde den witzig. Sind alle sprachlos. Underground fumigation? Informations come forth that a dangerous monster, Hundred Eye Drome, has appeared deep within the second section of the underground maintenance tunnel. Please put this beast down for us in the guild's place. Client Bracer Guild. The brave little wallet. Someone stole my wallet. I'd like to get it back, but it's been sold onto the black market. Could you help me out? I'll explain in the details in person. I will be waiting in the Orbital Cafe. Okay, dann haben wir jetzt Sidequests zu tun. Diese beiden, ich glaube, das mit der Wallet, das machen wir mal zuerst, wa? Fangen wir damit mal an. Das müsste ja, ja, das ist dann sogar direkt hier. Gut, aber, you might have guessed, damit machen wir nächstes Mal weiter. Ich werde jetzt speichern und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, erzählt anderen von dem Projekt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vor allem, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr nämlich darüber benachrichtigt. Gut, bis dahin, bye bye.